Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Firefighting Simulator The Squad und ich würde sagen, wir starten direkt durch mit der nächsten Mission, die lautet Bastelei zu Hause. Wir sind jetzt hier bei der Fahrzeugauswahl, man kann jetzt auswählen, welches Fahrzeug man hier quasi mitnehmen will und Einzelspieler oder Multispieler, Mehrspieler oder Multispieler, das ist schönes Denglisch. Ja, man kann, wie gesagt, das Spiel zu viert auch im Multiplayer spielen, aber ich spiele im Einzelspieler, habe bis jetzt nur das eine Fahrzeug und ja, deswegen würde ich sagen, komme ich gerade nicht auf Multispieler klar. Ich würde sagen, wir starten die Mission direkt. Ich denke ja mal, dass man die Fahrzeuge mit den EP, die man verdient, dann freischalten kann oder auswählen kann. Aber ich weiß nicht, wo genau man sieht, ab welcher Zahl man quasi da Fahrzeuge freischaltet. So, in dieser Folge fahre ich selber, muss gerade erstmal wieder schauen. J ist Blaulicht. Ist ja schon mal gar nicht verkehrt. U ist Martinshorn. Okay, Blinker haben wir. Wir folgen einfach mal dem Kollegen. Das Spiel unterstützt übrigens Lenkräder und Controller. Ich spiele es aber gerade mit der Tastatur und der Maus. Ich habe es noch nicht ausprobiert mit Controller. Aber ich denke mal, da wäre die Fahrzeugsteuerung noch besser, aber die ist auch mit Tastatur, muss ich sagen, recht gut. Es gibt natürlich aber auch eine Ego-Perspektive. Sollte ich vielleicht auch noch erwähnen. Ich schalte auch gerade mal das Licht ein. Die Fahrzeuge machen auch alle wunderbar Platz. Oben läuft übrigens ein Timer mit. Da kann man anscheinend irgendwelche Highscores knacken oder so. Man hat aber jetzt kein Zeitlimit, wann man am Einsatzort sein muss. Sicherheitsabstand kenne ich nicht so wirklich, merke ich gerade. Vielleicht soll ich ja doch mal ein bisschen mehr Abstand halten, falls der Kollege hart bremst. Ich bin überlegen, ob wir den überholen, weil der fährt schon ziemlich langsam. Ihr seht es gerade. 20 Sachen. Vielleicht wenn wir an den Autos vorbei sind, dass wir dann einfach mal Vollgas geben. Man spürt beim Fahren aber das unheimliche Gewicht von den Fahrzeugen. Das ist schon sehr gut umgesetzt. Und wir sehen es auch jetzt, den Schriftzug Rosenbauer an der Seite. Die Fahrzeuge sehen schon auch echt schick aus, muss man sagen. Die sehen schon auch echt schick aus. Okay, ist nicht bekannt, ob jemand noch in der Wohnung ist oder nicht. Das ist natürlich immer schlecht, wenn man nicht weiß, muss man jemanden suchen oder nicht. Ich schaff's einfach nicht, den zu überholen. Ich schaff's einfach nicht, einigermaßen sicher an dem vorbeizukommen, deswegen würde ich sagen, wir fahren einfach gerade mal hinterher. Man sieht, die Einsatzanfahrten sind schon recht lange. Wir sind jetzt knapp 3 Minuten gleich unterwegs. Ich finde es aber cool, dass das mit dabei ist, weil man hätte es ja auch einfach nur so machen können, dass man quasi am Einsatzort direkt startet. Aber so ist es cool, weil dann ist diese Einsatzfahrt mit dabei und die gehört einfach bei so einer Rettungssimulation irgendwie dabei. Also ist meine Meinung. Gehört bei einer Rettungssimulation so ein bisschen dabei. Oh Gott, schwerer Unfall. Der Kollege hat die Straße aufgeräumt. Okay, das ist, als ich das letzte Mal die Mission hier gespielt habe, nicht passiert. Normalerweise bin ich der Meinung, die KI kann fahren, aber eben gerade ist einfach so ein Vorführeffekt. Man nimmt was auf und es passieren nur komische Sachen in Spielen. Das ist ganz normal mittlerweile, habe ich mich dran gewöhnt. So, wir blinken mal links. Ich hoffe, die bleiben stehen, aber sieht ganz gut aus. Und wir sehen schon die Rauchwolken da hinten am Horizont. Wird Zeit, dass wir ankommen. Ich glaube, ich muss doch irgendwann mal mein Lenkrad anschließen, weil ich glaube, diese Fahrzeuge lassen sich richtig, richtig geil mit Lenkrad steuern.
Man hat auch sehr viele Einstellungsmöglichkeiten bei dem Spiel, die ich auch sehr begrüße, muss ich sagen. Okay, wir sollen vor dem Gebäude parken und dann geht die Action auch schon los. Okay, da sind wir, da kommen die ganzen Rauchwolken raus. Oh Gott. Okay, die Polizei ist auch schon vor Ort. Rettungswagen steht auch schon da. Okay, wir sollen den Sicherungskasten ausschalten. Okay, ich würde sagen, wir gehen durch zwei Seiten rein. Wir machen die Vordertür auf, plus wir machen die Hintertür auf. Okay, ich will gerade erstmal Befehle verteilen. Und zwar... die Einheit 2, die darf jetzt mal die vordere Tür öffnen. Ich gucke mich hier gerade nochmal um. Okay, da brennt es richtig heftig. Man sieht, die Flammen schlagen schon aus dem Dach. Unit 3 soll mal die hintere Tür aufmachen, damit wir von zwei Seiten da reingehen können. Dann können wir das Feuer vielleicht auf den Bereich hier begrenzen. Okay, Raum ist offen. Okay, ich halte mal meine Helmlampe an. Okay, da brennt es richtig. Ich bin gerade am Überlegen mit der Steuerung, wie das nochmal war. Genau, er fängt jetzt an zu löschen, also hat es irgendwie funktioniert. So, ich gucke gerade mal schnell durch, ob noch irgendwo jemand liegt. Ja, Feuer, brennbare Substanz. Es wäre nicht gut, wenn das Feuer hierher kommt. Ich mache hier gerade einfach mal die Tür zu. Und hoffe, dass damit das Feuer sich nicht ganz so doll ausbreitet. Okay, das Badezimmer ist leer, hintere Tür ist auch aufgebrochen. Okay, Küche ist auch leer, würde ich sagen. Und, okay, nicht gut. Nicht gut. Alles klar. Ach, hier ist übrigens der Sicherungskasten. Den schalten wir gerade mal den Strom damit ab. Ich komme gerade mit der Steuerung nicht mehr gleich. Ich weiß, ich konnte den... ah, genau. Rechte Maustaste geklickt halten und dann die Nummer drücken von der Einheit, die löschen soll. Dann rennt die dahin. Alles klar, okay. Bis jetzt noch keine Person gefunden. Beziehungsweise verletzte Person entdeckt. Dann sollen die Kollegen gerade mal weiter löschen. Okay, ich habe jetzt zwei Kollegen zum Löschen beauftragt. Beziehungsweise drei insgesamt. Ich könnte auch befehligen, dass die Person jetzt zum Rettungswagen bringen sollen, aber nee, das mache ich selber. Die sollen schon mal löschen anfangen. Der Kollege hier vorne soll verhindern, dass die Flammen übergreifen zu den brennbaren Fässern. Und die anderen sollen sich dann vorarbeiten in seine Richtung. Genau, da kommt der nächste mit dem Schlauch. Man kann übrigens die Wasserversorgung an den Fahrzeugen aufbauen, die Schläuche anschließen, man kann hier die Rollfächer bedienen und so weiter und so fort. Das ist alles schon richtig cool umgesetzt. Da hat jemand sein Brecheisen schon hingelegt. So, ich sehe gerade, wenn man die Leertaste drückt, hat man auch ein Befehlsrad. Okay. Ich muss erst auch noch so ein bisschen reinkommen. So, die sind hier fleißig am Löschen. Ich lasse es die auch gerade mal machen. Ich will nur mal schauen, ob das hier alles so läuft, wie es soll. Oh. ist nicht ganz so geil, was ihr da macht. Ist nicht ganz so geil. Ich würde mich direkt reinsetzen. Ich glaube, ich schicke ihn auch mal hier hin.
Okay, er hat's unter Kontrolle. Ich gehe mir gerade mal... Beziehungsweise, ich mache hier erstmal die Fenster überall auf, dass der Rauch raus kann. Brauchen wir aber Werkzeug zu. Wir rennen gerade mal schnell zum Fahrzeug. Man sieht, sobald man aufsteht, man sieht einfach nichts richtig. Und ich weiß, ich bin kein Feuerwehrprofi. Es gibt tausende Möglichkeiten, diesen Brand unter Kontrolle zu halten und zu löschen. Aber ich mache es halt auf meine Art und Weise. Ihr könnt mir aber gerne trotzdem Tipps in die Kommentare schreiben. So, er hat wenigstens hier vorne das unter Kontrolle soweit. Die zwei hier hinten werden das auch schon irgendwie schaffen. Ich will gerade nochmal hier in den Raum reingucken. Also sicher ist sicher. Okay. Einfach einen Überblick über die Lage verschaffen. Ich bin nämlich unfähig, eine Jalousien hochzuziehen, damit ich das Fenster öffnen kann. So kann wenigstens der Rauch hier raus abziehen. Ich mache auch die Tür wieder zu. Also, wie sieht's hier aus? Okay, er ist noch fleißig am Löschen. Ist immer schön, wie man die Jalousien zerhaut. Alles klar. Wie sieht's hier aus? Ihr seid noch ein bisschen überfordert. Ich glaube, ich übernehme da auch gleich mal einen Schlauch und leg dann auch los. Beziehungsweise, ich kann ihn ja vielleicht mal ein bisschen vorschicken. Vielleicht auch nicht. Nein, ich wollte nicht, dass du die Tür zumachst. Man kann auch die Türen einschlagen mit der Axt. Man kann alles Mögliche anstellen. So, ich will gerade mal schauen, ob wir noch einen Schlauchanschluss haben bei dem Fahrzeug. Ja, haben wir. Sehr schön. Dann würde ich sagen, lege ich auch mal los. Damit es bei der ganzen Sache mal vorwärts geht. Man muss hier erstmal die Kappe abmachen am Anschluss, dann den Schlauch anschließen. Schlauch erstmal hinlegen. Dann das Hohlstrahlrohr rausnehmen. Die liegen hier hinten drin, vier Stück. Und dann kann man das anschließen. Und dann kann die ganze Sache losgehen. Ego-Perspektive gibt es so nicht beim Laufen, nur im Fahrzeug. Ist aber auch völlig in Ordnung, weil die Kamera regelt es schon recht gut in den Häusern. Okay, ich lösche bei dir gerade mal deinen Kopf ein bisschen ab. Er da in den Flammen schon rumsteht. Wenn wir jetzt den Sicherungskasten nicht ausgemacht hätten, weil das hier ein Elektrobrand ist, dann hätte es ständig wieder neu aufgeflammt. Das wird ein... während der Anfahrt, glaube ich, gesagt, oder wenn man hier ankommt... Ich denke mal, wir haben das Feuer auf jeden Fall unter Kontrolle. So, Nachbesprechung. Ja, theoretisch könnte man jetzt noch weitere Fenster aufmachen, dass der Rauch abzieht, damit man ein bisschen besser sieht und so weiter und so fort. Das ist alles möglich, aber die Nachbesprechung startet jetzt schon direkt. Und es qualmt noch überall schön. Ja, man sieht, wo ich die Fenster aufgemacht habe, kommt überall schön Rauch raus. Hat aber soweit eigentlich ganz gut geklappt, finde ich. Klar hätte es schneller gehen können, die KI braucht da immer so ein bisschen vom Löchen, aber wenigstens hat man KI-Kollegen, die man befehligen kann. Ist schon sehr, sehr cool. Und direkt mal drei Errungenschaften freigeschaltet. Sehr schön. Levelaufstieg. Lauffeuer im Park freigeschaltet. Fahrzeit war mittel, Missionszeit war mittel. Bin ich mit zufrieden, ist okay. Wasserverbrauch 40,5 Liter geht eigentlich. Hätte ich jetzt mit mehr gerechnet. Ja, eigentlich voll in Ordnung, würde ich sagen. So, und da haben wir das nächste Feuer schon freigeschaltet. Lauffeuer im Park. Sieht schon mal sehr interessant aus. Nicht ganz so groß, aber Lauffeuer im Park klingt dann doch irgendwie so, als würde es ziemlich ausarten. Ja, würde ich sagen, machen wir in der nächsten Mission mit weiter. In der nächsten Folge mit weiter. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, lasst eine Bewertung da.
und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Würde mich sehr freuen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Euer Tommy.